Moin und herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Let's Plays von The Forest. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht. Ich dachte nämlich, die Kamera läuft. Die Kamera lief nicht. Das heißt, ich habe hier, kann ich euch zeigen, ich habe hier eine Plattform noch angerissen, die hoffentlich, ich kann es nicht genau sehen, aber ich denke mal von der Höhe her ziemlich gut hier mit dem Turm abschließt. Da will ich mir dann irgendwie eine Hütte drauf bauen. Ich höre auch irgendwo ein Armsi im Hintergrund. Kann hier also noch ganz schön lustig werden. Und einen Knochenkorb habe ich mir hier schon gebastelt, weil mich hier also schon zwei, drei Leutchen wieder beehrt haben und ich nicht mehr wusste, wohin mit den ganzen Knochen. Ja, das ist jetzt so, der Stand der Dinge. Tut mir leid. Ich habe die Nacht durchgeholzt, hatte dann abgespeichert, war aus dem Spiel. Und denk so, jetzt machst du dann irgendwie die 10. Episode. Und dann habe ich vergessen, die Kamera anzumachen. Also, herzlich willkommen. Fangen wir doch hier einfach mal an. Was mir aufgefallen ist, da war nämlich in der einen Truppe von Leutchen, da war ein Feuerteufel. Und der stand hier und hat, ich konnte ihn schnell genug mit Kopfschuss ausschalten, aber das ist so eine Ecke, die ist ganz schön tricky. Also die können mir hier was auf die Plattform schmeißen. Müssen wir also ein bisschen im Auge behalten und ich bin gespannt, wie das jetzt hier gleich abgeht, wenn der Arm sie irgendwie, der darf mir hier nicht auf den Steg kommen. Ich habe aber vorne, hier habe ich noch eine zweite Happy Birthday Trap da vorne hin platziert. Ich hoffe, die fängt das ein bisschen ab. Ja, wollen wir mal gucken, ob das alles so aufgeht, wie ich mir das jetzt hier so ausmale. Es kann auch alles noch fürchterlich in die Hose gehen. Oh, mal schauen. So, das ist der richtige. Ich will den Turm, den will ich noch gar nicht füttern. Erstmal da die Plattform fertig machen. Das war jetzt auch wieder Turm. Na gut. Zwei Loks im Turm sind ja noch zu verkraften. So. Aber dann ist hier nämlich auch schon wieder alle, was das Holz angeht, bis auf so ein paar kleine Dinger. Ich lagere das mal um hier. Da muss ich nicht so weit laufen, immer mit den Teilen. So, dann müssen wir erstmal gucken, was der Arm die da macht. Wo der ist und was der will. Ich will ja auch gerne ein bisschen Mutantenhaut greifen. Und wenn der mir hier ins Wasser fällt, dann komme ich ja nicht an die Haut ran. Wo ist denn der? Überhaupt. Nö. Der ist weitergezogen. Na gut, dann verbaue ich jetzt das Holz hier eben. So, bauen wir das auch noch eben rein und dann wollen wir wieder ein bisschen Holz hacken. Ne, gib mir mal. Nein, das war auch wieder Turm. Da. Den stellen wir mal da vorne hin. Dann müsste er eigentlich, wenn ich jetzt die Zipline befülle, müsste er mir den eigentlich auch befüllen. Das ist eigentlich dicht genug dran. Das müsste eigentlich funktionieren. So, halt. Das will ich jetzt mal eben einmal speichern hier. So. So. Wunderbar. Und Bäume hacken. Baumharz einsammeln wieder. Da ist mein Wagen. Und ich wollte mir hier in die Zipline nochmal ein Licht setzen, damit ich dann auch, wenn es dann dunkler wird, eine Möglichkeit habe, die Zipline zu finden, schnell. So. Thank you.
plotschern wir mal ein bisschen tiefer rein hier. Es sind so viele von diesen dünnen Bäumen. Boah, meine Kondition, die lässt aber zu wünschen übrig. Dann hau dir mal irgendwie ein Zuckerwasser hinter. So, Kettensäge. Nicht die Zipline. Schnell erledigt hier bei den dünnen Bäumen, ne? Und mit einer Kettensäge. Deswegen das gute Arbeitsmaterial, das haben wir uns ja schon zusammengesucht. Also ohne das zu so einem Bauvorhaben zu basteln, das macht echt keinen Spaß. Zumindest nicht in diesem Spielmod, würde ich mal behaupten. Da kommt man ja zu gar nichts. So. Ich bin mal gespannt, ob er dann drüben den Wagen dann auch befüllt. Müsste er aber eigentlich, weil das auch als Speicherding gilt. Na gut, er macht erst die Lokhalter. Na, schauen wir mal. Hauptsache, er schmeißt mir die Loks nicht alle ins Wasser. Ja. So, liegen hier noch mehr rum? Sieht das. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall noch mal im Dunkeln rüber transportiert. Und dadurch, dass ich die letzte Nacht durchgezogen habe, kann ich dann auch schlafen. Dass wir also nähen. Bauen können oder Holz hacken können. Okay, finde ich schon mal ganz angenehm. Was habe ich denn da gemacht? Wo sind die denn hin verschwunden? Ja. So, dann werde ich da einmal rüber tigern. Ja, Sticks kann ich auch gleich wieder mitnehmen. Aloe Vera. Hm.
damit wir immer schön Sticks haben, damit wir dann auch unsere Fallen wieder aktivieren können. Gleich auffüllen. So. Na, er macht erst die Lockhalter. Ja gut. Das ist ja wurscht. So, ich will aber jetzt schlafen. Und das kann ich und das ist doch super. So. Perfekt. Hau dir ein Stück Fleisch dahinter. Wasser hast du auch noch. Da ist auch noch Dreckswasser drin. Super, dann können wir gleich weitermachen. Feuerzeug wieder aus. Dann kriegen wir die Plattform. Ja, mache ich den saublöde platziert hier. Geh mal ein Stück weg. So. Dann ist die Plattform fürs Haus nämlich schon fertig und können wir das Haus nämlich auch anreißen. So, nein. Da, nein. Wo ist es? Ich will nicht ins Wasser fallen jetzt. Wo ist die Plattform? Vier Stück. Die kann ich dann aber so. Ich hoffe, dass er mich den letzten setzen lässt und da nicht bockig ist. Na? Jo, sehr schön. So. Ja, das sieht von der Höhe ganz brauchbar aus. Da können wir dann irgendwie eine kleine Treppe da irgendwie noch dran basteln. Ja, das ist gut. So. Das müssen wir natürlich jetzt nur irgendwie auch schon mal das Haus begehbar machen. Das heißt, ich will hier eine Treppe hin basteln. Damit wir dann auch relativ zügig ein Haus haben, was wir auch benutzen können. Kann ich denn hier, wie mache ich denn das am besten? Lege ich das mal hier an. So. So. Und ein Stück raus. So. Und dann hier so hin, ne? Dann komme ich doch vom Stein so. Was kostet mich das? 23. Gibt es wahrscheinlich auch noch eine billigere Variante, aber nö, es gefällt mir ganz gut. So, das mache ich jetzt auch noch eben. Nur aufpassen, dass er die auch wirklich in die Treppe packt und nicht in den Turm. Erstmal ein Zuhause bauen und dann den Turm. So. Jetzt geht's wieder ans Bäume fällen.
Nee, 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 nicht. Ich will nicht ins Wasser. So. Extrem ruhig. Ich warte so auf das große Bam Bam, wenn hier irgendwie die Feinde so rein tanzen in Horden. Also ich finde es noch sehr, sehr bedächtig, sehr vielleicht die Ruhe vom Sturm hier. Wahrscheinlich kommt das Spiel gleich mit dem Wurmmutanten in die Ecke. Spart es sich die ganzen normalen Mutanten aus und kommt gleich mit dem fetten Teil an hier irgendwie. Dann haue ich aber auch diesen Bauschutz rein. Also wenn der kommt, dann... Ich habe nämlich keine Ahnung, ob der da auf die Plattform kann oder... das wird bestimmt alles noch total chaotisch. Schauen wir mal. Sehr schön. So, was sagen eigentlich meine Stoffbestände? Oh, 56, das geht noch. Aber wenn die ein bisschen mehr zur Neige gehen, weil ich noch mehr Rüstung bastel, dann muss ich mal irgendwann ran durch die Stoffhöhle machen. Aber die ist ja auch geklärt. Da können wir ja auch einfach dann so rein. Ohne Probleme. Da hinten mal ein bisschen was wegholzen. Aber erstmal nur die dünnen, weil ich habe ja die nachwachsenden Bäume aktiv. Dann wachsen wir so und meine Wege sind nicht so lang. Da ist noch einer. So. Könnt ihr eigentlich mal noch mal was essen und dann haue ich mir mal ein bisschen Musik an. So. Ach, hier ist auch noch einer. Thank you.
natürlich meine Kondition ein bisschen hoch. Für den Fall, dass jemand kommt und irgendwas von mir will. Treppe fertig bauen. Was geht mir hier noch? Vielleicht mal von oben betrachten. So, geht genau auf. Na, der letzte Punkt mal wieder. Da. Okay, na, hier können wir hoch. Hier können wir hoch. Und hier passt das auch alles super. Ja, hier können wir dann irgendwie eine kleine Stufe reinbauen. Passt das hier auch, machen wir hier so eine kleine Stufe rein und dann können wir von hier aus auch auf den Turm rauf. Ja, das ist doch super. Finde ich gut. So, ich mach die Musik mal wieder aus. Alles klar. Ja, perfekt. Sehr schön. So, dann werde ich jetzt anfangen. Oh, nee. Zurück. Nur nicht ins Wasser. Im Kahn. So. Dann werden wir jetzt mal irgendwie, können wir schon mal ein bisschen hier Hölzer in den Turm reinfüttern. Da brauche ich dann aber auch den Wagen nicht mehr, weil irgendwie den kann ich erstmal zur Seite schieben. Nur aus dem Weg, du Teil. So. Hau rein da. noch ziemlich viel Holz nötig, aber das wird so toll, wenn es fertig ist. So, ja, und dann hatte ich überlegt, hier genau hier mal irgendwie gucken, wie das von der Fläche her hinhaut. Können wir ja auch schon mal. Ja, wenn ich mich hier das hinsetze und das aber wieder wegnehme, nur nicht den Turm aus Versehen entfernen, und das wegnehme, dann kann ich mir hier eine Tür einbauen und dann kann ich mir hier die Wand setzen. Da, so, dann mache ich mir hier noch eine Tür rein, so, einmal hier auf die, ja, das würde doch passen, man kann hier ein Fenster rein, hier, ja gut, da habe ich dann ja den Turm vor der Nase, da könnte ich eigentlich dann geschlossen lassen. Dann mache ich hier ein Fenster rein, hier ein Fenster und hier ein Fenster. Erstmal so. Ja. Mit so einer kleinen Vorveranda. Ja. Was kostet mich das jetzt?
überschaubar. Echt noch überschaubar. Jo, dann mal wieder ein bisschen Holz hacken, ne? So, kommst mal mit. Also irgendwie ist es extrem ruhig. Ich warte so auf den Super-GAU. Ich warte auf 5 Mutanten gleichzeitig und eine Menge Eingeborener. Die Blauen müssten jetzt eigentlich auch. Wir sind ja schon eine Weile im Spiel und bei dem Schwierigkeitsgrad. Ich rechne also eigentlich damit, dass es hier jeden Moment so richtig knallt. Aber irgendwie ist es noch verhalten, sehr ruhig. Diesen Doppelten, den werde ich mir mal so cashen und den ohne jetzt. Aber sehen Sie, so sehen Sie gar nichts. Dieser eine Arm Sie da vorhin, also im Hintergrund irgendwie, und das war's. So, einmal gucken, habe ich das denn jetzt hier alles hingeschmissen? Gerade so richtig Idylle pur, ne? Aha. 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 Wo bist du? Hä? Oh, das sind jetzt aber doch ein paar mehr. Ja, boah, boah. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, nee, Jungs. Nee. Das können wir gerne vom Steg aus diskutieren. Ja, genau. So. Ja, da ertrinkst du. Ja, komm ein Stück vor. So, du bist platt. Was war das denn? Gehst du da mal runter? Na gut, der ist ertrunken. Ich muss eh was essen. Gleich zu meinem Fleisch hier. Da, alles klar. Da haben wir ja doch noch ein bisschen Party gehabt in dieser Episode. So, essen. Den müssen wir aufhängen. Zack. Passt. Die anderen beiden sind wir ja irgendwie jetzt gerade ersoffen, ne? Ja, jetzt eben die Knochen einsammeln, bevor die verschwinden. So. Trinken. Kannst du das da auch gleich nochmal mit drauf knallen?
So. Passt. Ich würde gerne eigentlich das Holz noch eben reinholen, bevor es ganz dunkel wird. Mach mal hin im Wasser. So. Schnell mal nochmal wieder rüberlaufen und den Wagen einsammeln, beziehungsweise das lose Holz erstmal einsammeln, so ich das denn noch finde. Da ist der Wagen. Hier ist noch loses Holz. Sehr schön. Kannst aber auch schon mal ein Feuerzeug anmachen. Liegt hier noch was rum? Ja. Einer nur noch, okay. Hau dir mal so einen Energiemix rein, kann so wieder laufen. So, das eben noch rüber schicken. Das ist doch ein gutes Tagwerk. Da muss er sich nämlich auch wieder aufwärmen. Passt. Dann geht's halt ins Bett. Hoffentlich nimmt er jetzt nicht keinen Schaden auf dem letzten Meter wegen Kälte. So, zack, ans Feuer. Schmeiß an. So, dann würde ich sagen, schlafe ich hier nochmal eben einmal. Und dann starten wir von hier aus dann in die nächste Episode. Eben nochmal was essen und trinken. Dann ist der Tag neu, wenn wir in die nächste Episode gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht. Das Haus auf jeden Fall fertigstellen in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Es dürfte noch ein bisschen mehr Action kommen. Aber es kommt garantiert. Es ist eben The Forest. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Sage danke fürs Zuschauen und tschüss.